Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich habe gerade noch mal kurz mir einen Kaffee gemacht. So, mal ein bisschen zur Abwechslung. Fange ich gleich an zu trinken, sobald die Dose hier leer ist. Ist ja auch schon fast leer. Aber wir wollten hier mal aufräumen von den Urne der Totenwächter. Muss ich die mitnehmen, die Urnen? Was ist denn? Tempelwächter. Okay. Wie stark ist der? Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. So viele Zombies und Mumien. Ich glaube, ich müsste gleich irgendwann noch die Pfeilart wechseln. Oder ich fange jetzt schon mal an, die Pfeile zu wechseln. Wo sind sie denn? Hier. Kann ich die einfach niederbrennen? Die brennen auf jeden Fall. Kriegen noch ordentlich Feuerschaden. So, okay. Nochmal was futtern. Und nochmal speichern. Speichern, habe ich gesagt. So. Ich guck mal. Alter, wie viele sind denn hier? Mumien. Zombies. Ich brenne sie alle nieder. Okay, jetzt eben kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Aber halt, fängt jetzt ein Sandsturm an. Der muss auch noch brennen. Alter, wie schnell ist denn der? So, nochmal ein bisschen Abstand gewinnen. Glaube ich, wechsle vielleicht doch auf die normalen Pfeile oder Sprengpfeile mal ausprobieren. Wie gut sind denn die? Ich weiß jetzt nicht, wie gut die sind. Der ging daneben, okay. Jo, der ist mir zu nah. Ich hoffe, der brennt komplett nieder. Solange die schön Feuerschaden kriegen.
Kriegen wir noch hin, bestimmt. Jetzt nur noch der. Ja. Kann ich von denen noch was looten? Ja. Wie viel habe ich jetzt noch von den Sprengfallen? Einen. Hat sich richtig gelohnt. Aber egal, wir speichern jetzt mal. So, den Tempelwächter will ich ja erledigt bekommen. Eigentlich. Ach, der hat wieder volles Leben. Ja, super. Na, doch nicht. Also, wir wechseln wieder dann zum normalen Pfeil. Der ging daneben. So, der hier noch. Ah, diese schnellen Mumien, die sind mir wirklich zu schnell hier. Aber wir haben fast alle hier und wurden dann erledigt. Nein! Wir müssen zusehen, dass wir irgendwo Pfeile wieder organisiert bekommen. Dann müssen wir wahrscheinlich kaufen irgendwo. So, die Mumie noch. Ich finde das heftig, wie viel die eigentlich einstecken können. Ich glaube, hinter mir, ja, das führt dann irgendwann zu einer Sackgasse. Wir müssen Pfeile kaufen gehen. Ein oder zwei Schuss? Zwei waren das, okay. Jetzt nur noch einen. So, das heißt nochmal speichern. Jetzt nehmen wir mir nochmal einen Schluck. Wie viel Schuss haben wir noch? 101 Schuss. Dann Klingenbolzen, das ist für die Armbrust. Feuerpfeile. Kopfnuss. Ein gut gezielter Kopfnuss schickt jeden Gegner zu Boden. Ich glaube, Kopfnüsse brauchen wir nicht. Ich würde die Flammpfeile mal wieder nutzen wollen. Wie viele Untote sind da jetzt noch? Da sind noch einiges an Skeletten. So, Tempelwächter. Was mit den Skeletten? Kommen die auch etwa hierher, oder? So, ich hoffe, den kriege ich jetzt klein. So, ein Schuss. Ja. Den da hinten muss ich jetzt noch treffen. Jetzt kommen die Untoten, Skelette da hinten. Okay. Ich hoffe, die finden nicht ihren Weg zu mir.
Nee, finden die nicht. Jo, 400. Das müssen wir speichern. So, mein Stuhl geht wieder runter. Ich hab es geschafft gehabt, meinen Stuhl kaputt zu machen, dass der immer wieder so runterrutscht. Entweder das oder ich bin einfach zu fett geworden. Kann auch sein. So, aber jetzt haben wir die alle hier erledigt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte an sich nur schon mal die Waffe gewechselt haben. Das ist noch eine Urne. Amulett des Assassinen. Wir können hier nochmal gut Was ist jetzt mit den Skeletten? Finden die ihr? Nein. So. Die sollen irgendwie hier herkommen, bitte. So. Was ist mit dem hier? Den kann ich nicht looten. Okay. Seltsamen Pilz. Alter, wie viele Untote sind denn hier bitte? Kommt hier hoch? Ich glaube, das wird nichts. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. So. Wer hat mich gesehen? Oder wo? Und was ist jetzt hier? Ein Moment. Ich finde schön, dass Face ID nicht immer funktioniert. Alter, was ist denn... So, da war etwas... Eine wichtige WhatsApp, warte. Oberblatt. Urne der Untoten. Muss ich die ganzen Urnen der Untoten hier alle sammeln? Dann war aber da unten auch noch eine. Das hier war doch eine, oder nicht? Ich speichere jetzt nochmal. Also kommen wir zumindest hier an. Da! So, seine Sachen nehmen wir mit. Nehmen die Pfeile auch mit. Und nochmal hier. Ja, und nochmal speichern. Befreien wir hier das alles von Untoten. Und dann gleich irgendwo anders noch von Orks befreien. Wer kommt von wo? Da, da. Jo, hinter mir. Da, da. Da. Jetzt renn. So, bis der da ist, kann ich nochmal eben Heiltrank nehmen.
So. Nehmen wir alles mit. Hier ist noch ein Pfeil. So, wer hat das noch auf mich abgesehen hier? Wo kommt der denn bitte her? Da hinten? Autsch. Wie sollen hier hinkommen? Beide bitte. So. Ja, haben wir beide geschafft. So, alles mitnehmen. Jetzt ist nur die Frage, wegen dem Dings da vorne, dem Golem. Kriegen wir den hin? Hier liegen noch so sehr viele Pfeile, die einfach verschossen haben. Speicher nochmal. Und esse vielleicht noch zwei von denen. Jetzt vielleicht nochmal speichern. Ich will mal gucken, ob man den besiegen kann. Alter, was? Ja. Ja, kann man besiegen. Ist leicht. Ist ein Kinderspiel. So, die Dose ist leer. Das heißt, wir wechseln jetzt gleich zum Kaffee. Muss ja auch sein. Da warte mal. Nee, nicht mit den Feuerpfeilen. Feuergolems das. Vielleicht die Kopfnüsse. Ausprobieren. Der lässt das einfach über sich ergehen. Okay, Kopfnüsse können wir doch gebrauchen gegen solche Dinger. Irgendwas anderes habe ich noch anvisiert gehabt gerade. Einzige, was jetzt noch fehlt, was wir noch nicht begegnet sind, ist ein Eisgolem hier. Hier sind wir noch keinem Eisgolem begegnet. Also, das gehört gespeichert, dass wir den besiegt haben. Können wir den looten? Feuergolem. Herz eines Feuergolems nehmen wir mit. Das könnte ein wichtiges Quest-Item sein. Das speichere ich auch noch einmal. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Jo, hier tatsächlich noch ein seltsamer Pilz und Urne der Totenwächter. Scheint alles irgendwie Quest-Items zu sein, relevant. Glaube ich. Ansonsten würden die ja so nicht heißen.
Ah. Der Skelettkrieger kommt jetzt natürlich. So, den haben wir. So, der Skelettkrieger geht mir da hinten auf den Sack. Also der Bogenschütze von denen. Yo! Nein! Ah, verdammte Scheiße. Okay, dann versuchen wir das, Dann versuchen wir das irgendwie nochmal mit einzeln die. Die wollten ein bisschen Spannung haben. Aber wenigstens haben wir den gelootet. So, dann nur den erstmal. Es wird auch schon wieder dunkel hier. So, den haben wir. So. Noch ein paar Heilpflanzen. Und speichern. Dann soll bitte der nächste jetzt kommen. Ah, der hat mich. Da soll bitte hier runterkommen, ja? Ja, komm. Da! 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 So. Okay, bis der da ist, dauert's noch. Da können wir erstmal aufessen. So. Da kommt schon der nächste wieder. Einfach keine Energie mehr, keine Ausdauer mehr. So, das müsste jetzt reichen. Jetzt müssen alle besiegt sein, ne? Von denen. Das speichere ich. Jetzt müssten das nur noch die Skelette sein. Die nervigen Bogenschützen. Noch eine Untotenurne. Da, da! Yo! Warte mal. Ja. Ah.
So, komm. Da! 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 Ja, komm, nervt mich nicht damit. Da! 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 Alter, was? Alter, nur am draufgehen hier. Echt, diese scheiß Untoten. So, hier, den will ich jetzt. Du sollst herkommen. Dum, 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 da, dum. Da. So, jetzt nur noch der. Sind das Elite? Da. Da. Ja. So, das sind Pfeile, nehmen wir mit. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, jetzt die ganzen Untoten erledigt. So. So, die Urne der Untotenwächter. Muss ich gleich mal gucken, wie viele wir schon davon haben. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? Steintafter Priester. Eine unleserliche alte Steintafter. Okay. Hier. Drei Untoten-Dinger. Hier gibt es noch welche. Und noch Varane. Da ist noch eine. Noch eine Urne. So, okay, jetzt kommt der andere. Ich hoffe, der da oben lässt mich jetzt erstmal dann in Ruhe. So. Die ganzen Pfeile, die hier müssen rum. Ja, komm, scheiß auf die Pfeile. Nochmal kurz speichern. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht 5 Untotenuhren sind. Ist ja so viel, das ist einfach auf 5. So, haben wir. Ich wollte schon sagen, will mich jetzt noch irgendwas angreifen? So, was gibt's hier im Korb? Ah, Feuerball, okay. Speichern. Und nochmal was essen. Oh, hier, Felsnüsse. Was sind das? Ach, das sind normale Varane. Keine Feuervarane. Da! Da! Da!
So. Paranzunge. Ich nehme trotzdem mal alles mit hier. Und nochmal hier Pflanze. Nochmal Pflanze. Dreist. Da sind noch mehr Untote. Alter, wie viel muss ich hier an Untoten hier auslöschen? Damit wir hier... Ich weiß nicht mal, ob wir alles haben, was wir brauchen. Und das wird wohl reichen, oder? Und dann leuchtet jetzt auch alles wieder grün. Da! 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 Jo. Aber der hat mich einmal noch erwischt gehabt. Der Flegel. So, speichern. Der dahinter haben wir auch noch gesehen, okay. Und erwischt. Okay, das könnte hier schwierig werden. Da! Da! Ja, Level up. So, was jetzt mit den beiden? Versuch die mal so anzulocken. Okay, ich habe gar keine Energie mehr, keine Ausdauer. Okay, nice. Alle besiegt. Das gehört gespeichert. Wenn wir alle besiegt haben, so, nehmen wir wieder alles mit. Holzschild, rostiges Schwert, Pfeil. Da können wir schneller lernen. Als nächstes machen. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was rumliegt? Vielleicht nochmal was kurz essen. Wir brauchen wieder ein Lagerfeuer. Irgendwo. So, und noch eine Urne der Untoten. Totenwächter. Ich glaube, es gibt hier mehr von diesen Urnen. Mittlerweile glaube ich, es gibt hier mehr als 5. Mumie. Gegen Mumien zu boxen habe ich keine Lust. Wie kann der hier ganz normal laufen? Ich rutsche hier runter und der läuft da ganz normal, als wäre das nichts. Toll.
Sorry. Okay, speichern wir mal. Ich gucke mal, da sind ja auch zwei Warane. So, nehmen wir alles mit. Ich finde es aber gut, dass man hier die nicht mehr nochmal anvisieren kann, wenn die einmal gelootet sind. Dass man dann quasi das nehmen kann, was drunter ist oder so. So, aber jetzt noch einmal hier Heilpflanzen. Und einmal Fleisch. Und speichern. So, wer ist noch hier? Da. Wieder eine Mumie, die uns boxen will. Okay. Der will boxen. Lassen wir ihn boxen. Der ging daneben. Von wo kommt er jetzt? Da ist er schon. Komm, komm. Okay, haben wir geschafft. Das gehört definitiv gespeichert. Wie viele Untote haben wir hier eigentlich noch? Was gibt's in dem Korb? Okay, noch mehr Zauber. Hier ist noch eine Urne der Untoten, Wächter. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir von denen jetzt haben, brauchen. Wir haben davon jetzt 6. Gibt es vielleicht 10? Achso, das sah irgendwie verdächtig aus. Hier noch mehr oder waren es nur 6? Da haben wir wieder so einen Tempelwächter. Ich speichere einmal und gucke mal, wie stark der eigentlich im Nahkampf ist. Der sieht aus wie so ein Skorpion auf jeden Fall. Obwohl. So, Tempeltür. Tür untersuchen. Sieht aus, als wenn ich 5 verschiedene Schlüssel brauche, um die Tür zu öffnen. Okay, irgendwas will mich angreifen. Von wo? Warum sind wir jetzt so nah an dem? Freund oder Feind? Krieger. Seltsamer Pilz.
Was ist das? Steintafel? Die will ich dann auch mal lesen. Als Inus erkannte, was geschah, ließ er die 5 göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Altes Wissen auf 71 jetzt mittlerweile. Wer? Gibt es hier jemanden mit Namen? Okay, hier sind sehr viele von den seltsamen Pilzen. Okay, hier gehen die auch richtig Wasser trinken. Wir kriegen beide noch Ärger. Habe ich dich angesprochen? Wahrscheinlich aus Versehen so einmal zu viel geklickt. So, lass mich raten, dann sind die Orks dort oben hausiert. Wutras, Nomade? Nomade? Da sind sie. Ich guck mal, ob ich wieder permanente Pflanzen habe. So. Mal gucken. Vielleicht habe ich was. Nee, ich habe keine permanenten Dinger. Okay, schade. So, Krieger. Lester! Hey, Lester. Wie ist es dir ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht. Mann, die Tafeln sind super. Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Hast du Steintafel? Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden. Bei den Ruinen der Heiler. Pass auf. Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Okay, gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, hast du Steintafeln? Hier, nimm. Die kenne ich schon. Okay. Hast du einen Plan? Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Er wird dir bestimmt helfen. Verstehe. Okay, warte mal. Wir haben jetzt Steintafeln. So, nochmal altes Wissen. 74, 77. So, wie viele Schlüssel haben wir jetzt von den Dingern? Für den Tempel, Tempelschlüssel von Morazul. Tempelschlüssel für den Tempel von Al-Shedim. Für den Tempel von Morazul. Habe ich jetzt nur 3? Was haben wir hier? Herz des Feuerbundes. Ah, okay. Speer. Wer ist das? Ork. Speer. Krieger. Ich glaube, hier werde ich die wahrscheinlich zuerst auslöschen. Die Orks. Und das hier befreien. Aber erstmal will ich wissen, wo ist denn der Ork-Anführer? Temper schießt er. Ein seltsamer Pilz. Chillen die nicht hier irgendwo?
Wo geht's denn da hin? Ich frage mich jetzt gerade wirklich, wo sind die Orc-Anführer mit Namen? Oder soll ich dich hier einfach so ausschalten? Ich würde aber vorher vielleicht mal kurz zu Dings gehen. Nochmal zu Myxi oder Saturas, wegen schnelles Lernen. So. Ah, hier chillen auch nochmal welche. Nomade. 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 Hakwan! Utra schickt mich. Wir greifen die Orks an. Warte. So. Wutras schickt mich. Wir greifen die Orks an. Echt? Die Orks? Oh Mann, hast du gesehen, wie viele das sind? Hast du Angst? Klar habe ich Angst. Es geht hier immerhin um unsere Ärsche. Alles wird gut. Toll, jetzt geht's mir schon viel besser. Kämpfst du jetzt mit, oder was? Ach scheiße, was soll's. Klar kämpfe ich mit. Für Adanos, auf in den Tod. Okay, also die warten jetzt auf mein Zeichen? Dann? Sobald ich jemanden von den Orks angegriffen habe? Oder dass ich den Chef hier angreife? Elitekrieger? Tamkosch! Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Mora. Und du? Warum hast du keine Schaufel und buddelst? Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Wir sind Krieger. Wir verhandeln nicht mit Moras. Aber... Nein! 70 Gold erhalten. Okay, nice. So, Speer... Ja, ich glaube, die sind hier nicht relevant. Ich glaube, hier können wir den Angriff starten. Warte mal. Was ist mit dem Ork? Wo geht der denn hin? Der Kampf wird nicht lange dauern. Es geht schon los. Dem hast du's gezeigt. Okay, der Krieg geht los. Jo, ich muss eben kurz Abstand gewinnen. Von denen. Ich glaube, das ist dann das Erste, was wir hier befreien. Jo, jetzt muss ich aber kurz rennen. Okay, nochmal ein Heiltrank. Nochmal speichern. Mal gucken, so. Dem hast du's gezeigt. So, den nächsten. Jo. Den haben wir. Nochmal Heiltrank eben. Okay, da hinten, der ist tot. Der eine zielt hier auf mich. So. Das hat gesessen. So, der ist hier geblieben.
Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Normaler, ey! Warum greift er mich an? Schließen. Warum greift er mich an? Bleib stehen! Jetzt ernsthaft, warum greift er mich an? Warum hat er mich jetzt angegriffen? Krieg ich dich doch noch! Alter, was ist sein Problem? Wenn ich jetzt langsam dahin gehe, ich speichere einmal. Ich weiß jetzt nicht, was sein Problem ist. Der soll eigentlich wieder Ruhe geben, oder nicht? Hab ich ihn einmal aus Versehen erwischt gehabt? So, ich nehme mal alles mit, was ich hier finde. Wo ist denn der? Ich hoffe, der ist jetzt weit weg. Und ich hoffe, der gibt jetzt Ruhe. Okay, es hat hier aber auch nicht jeder überlebt. Von den Nomaden. Tamkosch haben wir auch erledigt. So. Oh, hier ist noch eine Ork-Waffe. Ich speichere jetzt nochmal. Ja, hier waren jetzt auch keine Quests da, ne? So, Lester. Gibt es hier noch irgendwas zum Looten dann? Irgendwo Kisten oder sowas? Ein Bett, wenigstens das. Bis zum nächsten Morgen dann. So, dann müssten das da eigentlich unten befreite Sklaven sein, ne? Sklave, Sklave. Oh. War ich hier schon? Uninteressant. Okay, war ich schon anscheinend. So, dann würde ich mich mal auf den Weg in Richtung Satoras und Myxi machen. Ich frage mich, wo jetzt Vudras ist. So, Eisenhalm. Warte mal. Ruf bei Nomaden 15. Noch eine Steintafel der Priester. Wie viele muss ich von denen sammeln? Das sind echt viele Sammelobjekte hier. Snapperkraut. Okay, ich komme hier. So. Komme ich hier durch? Nein. So, Myxi. Bring mir etwas über alte Magie bei. So, ich will schneller lernen. Ich will schneller lernen.
Natürlich willst du das. Du bist ein wissbegieriger Mann. Also nutze deine Zeit und nutze deinen Kopf. Du hast ihn nicht nur zum Tragen eines Helms. Okay, nice. 4 Lernpunkte haben wir noch. Komm, nutze mal das. Dazu bist du noch nicht bereit. Altes Wissen fehlt mir noch. Okay, Alchemie. Bring mir was über Alchemie bei. Okay, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen was. So, einmal speichern. So, jetzt haben wir schnelles Lernen. Bei jedem Stufenaufstieg erhält der Held einen zusätzlichen Lernpunkt. Ah, okay. Also einen Lernpunkt mehr kriegen wir. Also 11 statt 10. Da kriegen wir als nächstes dann 15. Hätten wir das von Anfang an machen sollen. Fehlt uns aber echt nicht mehr viel. So, wo ist Saturas nochmal? So, Saturas? So, warte mal. Bring mir etwas über alte Magie, Weg der Natur. Tiergestalt, Tiere rufend, Zähmen, Schlaf, Eislang. Hier können wir Zauber lernen. Des Wissens. Schlösser öffnen, Eiswelle, Telekinese, Goblin beschwören. Gewähre mir Lebenskraft, Ausdauer, magische Kraft. Gewähre mir magische Kraft. Nee, lassen wir mal. Nö. Wo ist Wutrassen? Mit dem wollte ich noch reden, bevor wir die Folge beenden. War der nicht hier irgendwo? Aber ich glaube, hier kommen wir später dann nochmal wieder. Dann finden wir Wutras jetzt erstmal nicht. Aber dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.